Moin moin zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich endlich für euch den Reaper Guide. Ich habe den selber auf 90 hochgespielt. Also alles, was ihr über ihn wissen müsst bezüglich des Openers, Rotation, Skills allgemein, Gear und Melding, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Prinzipiell ist der Reaper im Vergleich zum Mönch zum Beispiel deutlich einfacher zu verstehen, meiner Ansicht nach. Und hat auch gar nicht mal so viele Skills, wenn man einmal begriffen hat, was denn eigentlich da passiert. Wir werden heute auch mit den Single-Target-Angriffen anfangen und schauen uns dann als allererstes einmal den Jobbalken an. Wir haben. Und da fange ich ganz unten an. Einmal den Seelenbalken, der uns jeweils ermöglicht, verschiedene Attacken einzusetzen. Und darunter haben wir den Schleierbalken, der es uns ermöglicht, in eine andere Form zu gehen. Sobald wir in unsere zweite Form gegangen sind, in die Lemurenform, haben wir nochmal hier den verbesserten Lemurenschleier, der uns unsere Nichtseelen anzeigt, und wenn wir diese Nichtseelen verbraucht haben, bekommen wir dafür Lemurenseelen, und die brauchen wir jeweils auch noch mal, um verschiedene Attacken einzusetzen. Das klingt jetzt erstmal ein wenig kompliziert, ist es aber nicht. Jetzt haben wir einmal den Jobbalken durchgesprochen und schauen uns als nächstes die Skills an. Ich skippe davor zu Schatten des Todes. Der ist so ziemlich einer der höchsten priorisierten Skills, die ihr habt, weil dieser Skill macht Architekt des Todes auf dem Boss. Was bedeutet, dass euer ausgeteilter Schaden um 10% erhöht ist. Der Skill muss immer auf dem Boss sein. Also bevor ihr in eure Burst-Phase geht, bevor ihr normale Attacken einsetzt, total egal wann, solltet ihr auf jeden Fall Architekt des Todes auf dem Boss haben. Das Ganze hat eine Dauer von 30 Sekunden, lässt sich aber auf maximal 60 Sekunden auch stacken. Eure normale Dreier-Kombo ist Schlitzer, Neulichtschlitzer und Infernalischer Schlitzer. Die drei Attacken haben keine Positionierung oder sonstiges und füllen euren Seelenbalken um 10. Tatsächlich benutzt ihr diese drei Skills auch nur, um euren Seelenbalken zu füllen und dann sage ich mal, wenn ihr jetzt gerade nicht in eure Damage-Phase seid oder Seelenbalken oder Schleierbalken zur Verfügung habt. Das ist prinzipiell eigentlich nur ein Filler, bis es wieder richtig losgehen kann. Die Harpe ist euer einziger Range-Angriff. Im Gegensatz zu den anderen Melees ist es tatsächlich ein Cast, also 1,3 Sekunden Aktivierungszeit. Dann haben wir hier höllischer Auftritt und höllischer Abgang. Das ist euer Charge und euer Backjump um jeweils 50 Jalme. Hierbei sei gesagt, nicht so wie beim Samurai oder beim Mönch zum Beispiel, chargt er nicht an den Boss ran oder vom Boss weg, sondern er chargt oder springt weg von eurer Blickrichtung her. Da müsst ihr euch natürlich ein bisschen besser positionieren. Gerade Ninja-Spieler sollten das ja kennen. Bei dem Charge vom Ninja ist es ja ähnlich. Hier haben wir nochmal Arkanes Wappen, ist unser defensiver Skill, der uns ein Schild von 10% unserer maximalen LP gibt. Sollte es so sein, dass dieser Schild gebrochen wird, bekommen nicht nur wir, sondern auch Gruppenmitglieder im Umkreis von 15 Jalme einen kleinen Hot. Also ziemlich nice. Kommen wir als nächstes zur Knochengabe. Knochengabe ist ein Off-Global und können wir für 50 Seelenbalken dazwischen hauen. Ich komme gleich nochmal auf Knochengabe zurück, aber um Knochengabe vernünftig verstehen zu können, müssen wir nochmal einen Schritt weitergehen. Vorab Seelenschlitzer auf Stufe 60, bekommen wir den, der füllt unseren Seelenbalken um 50 Punkte, hat auch eine maximale Aufladung von 2. Ist einer der Skills, die wir auf jeden Fall aufrechterhalten sollten, also auf Cooldown halten sollten. Lasst das niemals auf 2 Stacks kommen. Das sollte relativ klar sein. Die nächsten beiden Skills sind Richtpfahl und Galgen. Richtpfahl und Galgen sind Skills, die ihr nur verwenden könnt, wenn ihr einen Nichtsense habt. Diese Nichtsense erhaltet ihr durch die Knochengabe. Bedeutet, ihr habt 50 Seelenbalken übrig, setzt Knochengabe ein und könnt daraufhin entweder Richtpfahl oder Galgen einsetzen. Das sind wieder Globals und die haben auch verschiedene Positionierungen. Hier fängt es nämlich an mit der Positionierung. Der Richtpfahl, der wird von der Seite gemacht und der Galgen wird von hinten gemacht. Eine wichtige Sache noch zusätzlich: Diese beiden Skills
sind äquivalent zueinander. Das heißt, die lösen sich gegenseitig in der Combo ab. Wenn ich also als erstes von der Seite Richtpfahl einsetze, habe ich 60 Sekunden Zeit, den Galgen einzusetzen von hinten, um da den maximalen Schaden rauszuholen. Sobald ich nämlich Richtpfahl eingesetzt habe, gewährt das mir den Zusatzeffekt Hängen, was auch gleichzeitig nochmal die Knochengabe zu einem stärkeren Skill umändert. Bedeutet, habe ich dann wieder 50 Jobbalken, kann ich die verstärkte Variante von Knochengabe einsetzen und darauf folgend den Galgen von hinten nutzen, der dann aufgrund des Hängen-Zusatzeffekts von hinten einen Schaden von 520 macht, im Vergleich zu sonst ohne Hängen und nicht von hinten von 400. Also ist ein Unterschied von 120 Potency. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Auf Stufe 72 haben wir Arcana Kreis. Arcana Kreis bringt uns und den Gruppenmitgliedern 3% mehr ausgeteilten Schaden. Zusätzlich gewährt es uns Kreis des Blutes, was bedeutet, dass bei einem erfolgreichen Treffer mit einer Waffenfertigkeit oder Zauber von uns oder unseren Partymembern wir Totenopfer bekommen, bis zu maximal 8 Stacks. Diese Totenopfer brauchen wir, und da greife ich schon mal vorweg, für Große Maat, weil Große Maat mehr Schaden austeilt, je mehr Stacks Totenopfer wir haben. Große Maat ist also ein Off-Global von 520 bis 800 Attack-Wert, den wir so dazwischen hauen können. In gerader Linie geht das vor und füllt zusätzlich unseren Schleierbalken auch nochmal um 50 auf. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Auf Stufe 76 bekommen wir die Völlerei. Die Völlerei ist ähnlich wie die Knochengabe. Ist auch ein Off-Global, haben wir allerdings nur alle 60 Sekunden. Wir brauchen ebenfalls 50 Seelenbalken, um das Ganze einsetzen zu können. Großer Vorteil an der Völlerei ist zum einen, er ist AOE mit einem Attack-Wert von 500, wobei die Knochengabe auf dem niedrigsten Level nur 340 hat, in der verstärkten Variante 400. Dazu kommen wir gleich noch kurz. Heißt schon mal eine stärkere Variante. Und zusätzlich gibt es uns zwei Nichtsensen. Bedeutet, sobald wir Völlerei eingesetzt haben, können wir hintereinander Richtfall und Galgen spielen. Zusatz noch zu diesen beiden Skills, was ich gerade vergessen habe zu erwähnen. Das sind die beiden Skills, über die wir hauptsächlich unseren Schleierbalken füllen, weil für jedes Mal Einsetzen von Richtpfahl und Galgen bekommen wir 10 Schleierbalken. Bedeutet, Schleierbalken können wir nur über diese beiden Skills in der Single-Target-Variante, wohlgemerkt, auffüllen oder über Große Maat. Und da kommen wir auch schon zum Schleierbalken. Der Lemurenschleier auf Stufe 80. Wir brauchen 50 Schleierbalken, um für 30 Sekunden in die Lemurenform zu gehen. Wie wir gerade beim Jobbalken schon gesehen haben, ich gehe nochmal kurz drauf, bekommen wir dann so ein Overlay für unseren Jobbalken. Ja, ihr seht es auch hier, indem wir die Möglichkeit haben, diese 5 Nichtseelen einzusetzen und ab Stufe 90 bei einem verbesserten Lemurenschleier, beziehungsweise zwischen 80 und 90 wird er dann freigeschaltet, bekommen wir pro verbrauchte Nichtseele auch noch eine Lemurenseele. Und da brauchen wir genau Richtpfahl, Galgen und Knochengabe. Diese drei Skills werden, sobald wir in der Lemurenschleierform sind, umgeändert in Lemurenschlitzer. Also die Knochengabe wird zu Lemurenschlitzer, sowie Richtfall und Galgen wird zu Nichts mehr und Kreuz mehr. Nichts mehr und Kreuz mehr, dafür brauchen wir nicht Seelen, um die einzusetzen. Für den Lemurenschlitzer brauchen wir Lemurenseelen, um das einzusetzen. Gehen wir also in den Lemurenschleier rein, können wir nichts mehr einsetzen, Kreuz mehr, haben 2 Nichtseelen verbraucht. Lemurenschlitzer braucht 2 Lemurenseelen, bedeutet nichts mehr, Kreuz mehr, Lemurenschlitzer. Dann wieder nichts mehr, Kreuz mehr, Lemurenschlitzer. Ne? Wer mitgezählt hat, weiß, wir haben jetzt noch eine Nichtseele übrig. Die verwenden wir aber nicht nochmal, um Kreuz mehr oder nichts mehr einzusetzen, sondern die benutzen wir, und da greife ich nochmal kurz vorweg, für Comunio. Comunio ist unser Abschlussangriff für die Lemurenschleierform mit einem Attack-Wert von 1000 ab dem zweiten Gegner, 60% weniger, also auch ein AOE, und beendet damit auch unsere Lemurenschleierform. Um den letzten Skill nochmal hier zu erwähnen, das ist Seelensaat, gewährt uns selber Kommando bzw. den Zusatzeffekt Seelensaat. Wir können also Zauber auch
außerhalb oder wir können Zauber außerhalb des Kampfes sofort wirken, ist zum Beispiel für den Opener wichtig vom Reaper. Dann setzen wir zuerst Seelensaat ein und können dann die Harpe direkt, ohne zu casten, bei Pulltimer 0 an den Boss bringen. Ist ganz okay. Aber ansonsten sehe ich noch keine große Relevanz für diesen Skill. Der ändert sich dann auch zu Erntemond, was auch nochmal, hier unten seht ihr es, einen Attackwert von 600 hat. Magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in der Nähe. Ich habe aber tatsächlich noch keinerlei Einsatzmöglichkeit für diese Kombination gefunden. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst als ich. Grundsätzlich wären das erstmal die Single-Target-Skills. Kommen wir also als nächstes zu den AOE-Skills. Die AOE-Skills sind ähnlich simpel wie die Single-Target-Skills. Wir haben Sog des Todes, was äquivalent ist zu Schatten des Todes. Damit machen wir AOE auf allen Feinden Architekt des Todes. Hierzu erwähne ich nochmal, das ist für die Single Target Rote aber eher unwichtig, dass sobald ihr ein Ziel, das unter Architekt des Todes leidet, K.O. gebracht habt, also kaputt gemacht habt, getötet habt, wie auch immer ihr das nennen wollt, bekommt ihr 10 Seelenbalken. Das findet jetzt zum Beispiel bei Extreme oder Savage Fights natürlich eher nicht statt. Das ist zum Beispiel bei Ad-Gruppen, wenn man jetzt in Dungeon ist, ganz nice. Wir haben Sichelwirbel und Schneidender Albtraum, die beiden AOE-Skills. Schneidender Albtraum ist da der zweite Combo-Angriff. Dann haben wir die Seelensense, um unseren Seelenbalken aufzustocken, um jeweils 50, äquivalent zum Seelenschlitzer, ist der hier auch AOE. Wir haben das Nachtschwart, was äquivalent zu der Knochengabe ist. Nachtschwart macht kegelförmig vor sich einen AOE-Angriff und gibt uns dann auch die Möglichkeit, eine Nichtsense zu benutzen. Da benutzen wir die Guillotine. Die Guillotine gibt uns auch wieder 10 Schleierbalken und macht eine physische Attacke fächerförmig auf die Gegner. Ebenso haben wir in der Lemurenschleierform unsere Skills AOE, die wir auch nutzen können, und das wäre Gevatterschnitt, was quasi dann der Nachtschwart ist, und die Lemurensense, was unsere Guillotine ist. Demnach können wir auch in der Lemurenschleierform so agieren, dass wir Lemurensense zweimal machen, dann Gevatterschnitt, zweimal Lemurensense, Gevatterschnitt und dann mit Comunio, der auch AOE ist, abzuschließen. Tatsächlich war es das dann auch an AOE-Angriffen. Schauen wir uns als nächstes das Gear an, bevor wir übergehen zur Rotation. Ich sage dazu, ich habe jetzt noch das Anfänger-Gear, das 560er, was man halt in Al-Shalayan geschenkt bekommt. Nichtsdestotrotz kann man daran schon mal ein bisschen was erklären. Und zwar die Priorität fürs Melden von Materia liegt bei Crit, Direct Hit, Entschlossenheit. Und dasselbe gilt halt auch für die Ausrüstung. Wir haben beim Reaper aktuell 3 verschiedene Skillspeed-Werte, die wir spielen können und die noch ein bisschen getestet werden, welches denn davon das stärkste ist. Das wäre einmal der 2,48, 2,49 und 2,50 GCD. Der 2,49 wird da auch aktuell empfohlen. Da bräuchte man um bei 436 Skillspeed, um das zu erreichen, was natürlich nicht wirklich viel ist. Bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ihr ziemlich viel Crit, Determination und Direct Hit auch in eure Ausrüstung reinbekommt. Klar, das, was ihr an Skillspeed weniger habt, könnt ihr natürlich für andere Sachen nutzen. Schauen wir uns als nächstes einmal den Opener an. Auch hier, vorab gesagt, gibt es 2 verschiedene. Es gibt einmal den Opener, wo ihr euren Lemurenschleier zuerst einsetzt. Und es gibt einen Opener, wo ihr eher auf eure Völlerei geht, um die early einzusetzen. Ich selber habe mich für die Variante entschieden, wo der Lemurenschleier frühestmöglich eingesetzt wird.
Lasst uns zum Schluss jetzt nochmal kurz sprechen, was denn in der Rotation wirklich wichtig ist. Ich finde, der Reaper spielt sich ein bisschen so wie der Maschinist, gerade mit dem Lemurenschleier, der wirkt für mich so ein bisschen auch wie der Hitzeschuss, die Hitzeschussphase beim Maschinisten. Ähnlich, finde ich, spielt er sich auch sehr prioritätenlastig. Wenn ihr im Kampf drin seid, habt ihr die Priorität Nummer 1, Schatten des Todes, also Architekt des Todes, aufrecht zu erhalten. Priorität Nummer 2 ist es, Seelenschlitzer und Völlerei immer auf Cooldown zu halten. Lasst Seelenschlitzer nicht auf 2 Aufladungen kommen, sondern guckt, dass ihr das auf Cooldown haltet und auch dementsprechend euren Jobbalken nicht overcappen lasst. Immer wenn ihr 50 habt, nutzt die 50, genauso wie wenn ihr Schleierbalken 50 zur Verfügung habt, geht in eure Lemurenschleierform. Kleiner Zusatz noch zu der Lemurenschleierform: Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr da drin seid, ausschließlich eure Lemurenschleier-Skills hier, diese 5 verwenden, mit 2 Ausnahmen, Sog des Todes und Schatten des Todes. Das sind die beiden Ausnahmen, die ihr nutzen könnt. Ansonsten, sobald ihr in einer Lemurenschleierform seid, gehen halt nur diese 5. Lasst also euren Jobbalken nicht overcappen und haltet eure Skills auf Cooldown. Die Standardangriffe Schlitzer, Neulichtschlitzer und Infernalischer Schlitzer setzt ihr vom Prinzip her auch nur ein, wenn ihr gerade keinen Jobbalken zur Verfügung habt und keine Skills, die ihr auf Cooldown benutzen könnt. Das ist quasi einfach nur, so doof es klingt, die 3 Standardangriffe sind einfach nur ein Filler, um wieder dahin zu kommen, Damage zu machen. Kommen wir nochmal zu meinem kleinen Fazit bezüglich des Reapers. Wie gerade schon gesagt, ich finde, er spielt sich so ein bisschen wie der Maschinist. Gerade so dieser Vergleich zwischen Lemurenschleierform und Hitzebalken. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes bei einem Melee. Mir selber macht der Reaper sehr viel Spaß. Er spielt sich echt extrem smooth, auch wenn er ein bisschen hektischer ist als der Samurai, wie ich finde. Das kann aber auch daran liegen, dass ich den natürlich wesentlich besser geübt bin. Er haut einen enormen Damage raus, hat eine gute Damage-Burst-Phase auch, gerade wenn man so in den Ad-Bereich von Bossen guckt. Und ist overall eine sehr, sehr starke Klasse, die auch richtig Spaß macht und zusätzlich noch ein bisschen Gruppen-Utility mitbringt, indem er seinen Arkan-Kreis mal so in die Runde wirft. Für mich eine großartig gelungene Klasse, die einfach wahnsinnig viel Spaß macht, auch zu spielen. Ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt tatsächlich zu meinem kleinen Guide bezüglich des Reapers. Wenn ihr noch Fragen zum Reaper habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht hat, abonniert den Kanal. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.